Hier ist endlich Wochenende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Trotz allem wollen wir an dieser Stelle mal eines nicht vergessen. Wir haben Fasching. An diesem Donnerstag wäre zum Beispiel der unsinnige Donnerstag gewesen. Und so mancher behauptet ja, so viel Unsinniges wie momentan gab's noch nie auf der Welt. Faschingsumzüge und Bälle sind aktuell alle abgesagt. Und die närrischen Vereine handeln deswegen nach dem Motto, ein bisschen was geht immer. Nee, was war das schön, als früher noch Menschen und nicht Viren durch die Luft flogen. Als im echten und im bayerischen China Leute ohne Beschränkung auf die Straße durften. Und als wir alle aus Spaß Masken trugen, bei denen keiner auf ein CE-Prüfzeichen schaute. Aber 2021 steht so mancher Faschingsfan vor verschlossenen Türen. Statt vollem Saal wird es digital. Oh, leck! Digital. Alles klar, ich bin unterwegs. Dass es ein Jahr ohne traditionelle Bälle und Umzüge werden würde, haben manche Narren wohl insgeheim befürchtet. Doch der Optimismus überwog dennoch. Weshalb zum Beispiel die Faschingsgesellschaft Hechtonia, welche jedes Jahr mit spektakulären Showtänzen die Region erfreut, im Sommer noch für die Saison 2020-21 probte. Unsere Vorbereitungen starten eigentlich so im Spätsommer. Bis ja, sagen wir September sind so die ersten Probetrainings durch und dann wird angefangen mit Trainieren, dann werden Choreografien ausgetüftelt, dann werden Figuren versucht. Heuer natürlich alles im Rahmen der Hygienevorschriften. Das heißt, wir haben da mit den Trainern viel daran gearbeitet, dass ja, auch Training möglich war. Zwischenzeitlich konnte man dann eben auch Kontaktsport mit Figuren zulassen. Und ja, ich sage mal so, gegen Winter, Oktober, November muss man das Ganze dann natürlich aufgrund der Verordnungen wieder einstellen. Ganz für die Katz waren die Bemühungen aber nicht. Um den Frohsinn der fünften Jahreszeit unter die Leute zu bringen, streamten die Berchinger Ende Januar eine Prunksitzung als Ersatz für den traditionellen Eröffnungsball. Und auch die Tänze, die wir jetzt eben bis zum Lockdown einstudiert haben, haben wir dann im Endeffekt verwendet. Das heißt, im Heimstudium hat jeder diese Tänze nochmal aufgefrischt, hat nochmal für sich alleine trainiert und das wurde dann im Endeffekt zusammengeschnitten. Rocky, Zucki. Mit Handykameras und Gefühl für Timing sieht es beim ersten Blick wirklich so aus, als stünden die Hofdamen in einer Reihe. Dabei tanzen sie und andere Aktive der Hechtonia letztendlich für sich in den eigenen Wohnzimmern. Nur das aktuelle Prinzenpaar, Sabrina und Lukas, durfte zusammen agieren, da es ohnehin einem Haushalt angehört. Auch in anderen Faschingshochburgen setzt man auf Videoclips für die Verbreitung von distanziertem und doch ansteckendem Frohsinn. Dietfurt stellte am unsinnigen Donnerstag ebenfalls ein buntes Programm ins Netz. Die Macher der Clips bekommen zwar Hunderte oder teilweise Tausende von Klicks, allerdings sind diese nicht so laut wie der übliche donnernde Applaus bei Shows mit Live-Publikum. Die Komponente Publikum ist eine entscheidende. Also erst das macht im Endeffekt ja unseren Sport aus. Wenn man auf die Bühne geht, die ersten Schritte sich bewegt, dann kriegt man die Resonanz sofort mit. Und gerade dann merkt man, ob das auch gut ankommt. Man tanzt sich dann auch ein bisschen in so einen Rausch rein, kann ich ganz sagen. Und dieser Rausch kann bei echten Narren durchaus bis Aschermittwoch anhalten. Dann ist aber bekanntlich alles vorbei, mit der Betonung auf alles. Und das sollte irgendwer auch mal der Corona-Pandemie beibringen. Und gleich nach einer kurzen Pause heißt es, keine Zeit zu sterben, aber auch keine Möglichkeit zu gucken. Nicht nur der Kinostart des neuen James-Bond-Films wird aufgrund von Corona bereits seit Monaten immer wieder verschoben. Wie Kinos in der Region damit umgehen, das verraten wir Ihnen gleich. Wenn ein geliebter Mensch sie verlässt, möchten wir der Teil ihrer Familie sein, der sich um all das kümmert, was nötig ist. Wir von Häusler Bestattungen übernehmen unkompliziert alle Aufgaben im Trauerfall. Mit unseren Standorten in Neumarkt, Altdorf, Feucht und Allersberg sind wir mehr als nur ein Dienstleister. Wir sind Ihr Begleiter durch schwere Zeiten. Häusler Bestattungen. Wo kauft man Peugeot? Na, bei Autohaus Müller in Neumarkt, Ihrem Fachhändler mit Familientradition. Top-Werkstattservice, kompetent und superfreundlich. So urteilen unsere Kunden.
Autohaus Müller, Ingolstädter Straße 86 in Neumarkt. Kommen, kaufen, glücklich sein. Heute ist alles anders. Wir können alte Freunde nicht umarmen, dürfen den neuen nicht küssen, den Beruf, den wir lieben, nicht ausüben. Aber eins bleibt sicher. Wir schaffen das zusammen! Darum schauen wir gemeinsam nach vorn und sagen, morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Volksbanken, Raiffeisenbanken. Für kleine Menschen mit großen Aufgaben und für große Menschen mit kleinen Aufgaben haben wir das passende Equipment. Auf über 2000 Quadratmetern finden Sie bei uns Maschinen, Werkzeug und Zubehör bekannter Marken für Haus, Hof, Garten und Handwerk. Dorner Talmessing. Kann ich die bitte gleich mitnehmen? Charivari. Ganz Regensburg, Niederbayern und die Oberpfalz suchen ein Wort. Das Charivari geheime Wort. Ich als Dom bin steinalt. Und Sie steinreich, wenn Sie wissen, welchen Ausblick ich auf hab. Mitraten und den Jackpot gewinnen. Holen Sie sich Ihren Anteil. Auf 50.000 Euro für das Donau-Einkaufszentrum Regensburg. Das Charivari geheime Wort. Montag bis Freitag, täglich ab 6. Willkommen zurück. Früher, da deckte man sich mit Popcorn ein, bevor ein Kinofilm anfing. Und während der Vorstellung verkniff man sich möglichst den Gang zur Toilette. Heutzutage, da drückt man einfach kurz auf Pause und geht dann zum Kühlschrank oder auf stille Örtchen. Das ist natürlich auch deswegen möglich, da Filmvergnügen aktuell hauptsächlich auf den heimischen Sofas stattfindet. Die großen Lichtspielhäuser haben alle Corona-bedingt geschlossen. Und dabei gäbe es jede Menge Filme, die schon längst auf den Leinwänden zu sehen sein sollten. Manche Menschen lieben ihren Job. Christoph Gumpert zum Beispiel. Er ist ein riesiger Kinofan und Filmsammler. Und seit 5 Jahren leitet er das Cineplex Neumarkt. Die ersten 4 Jahre waren ganz toll. Also wir haben gemerkt gleich zu Beginn, dass die Neumarkter sich sehr über ein Kino hier im Ort gefreut haben, das ein bisschen moderner ist, ein bisschen mehr Säle hat und viele Filme zeigen kann. Wir haben auch eine deutliche Steigerung gemerkt von Jahr zu Jahr. Also wir hatten 2019 eigentlich unser erfolgreichstes Kinojahr. Ja, und dann kam Corona. Und so wurde aus dem Bekannten demnächst im Kino ein irgendwann mal im Kino. Statt großer Action auf der Leinwand war 2020 Action vor der Leinwand angesagt. So einen gewissen Technikcheck machen wir eigentlich jede Woche. Einfach mal zu gucken, dass alles noch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Dass die Sachen nicht einfach nur stillstehen. Und ansonsten planen wir noch einige Investitionen umzusetzen, die wir eigentlich auch schon letztes Jahr hätten machen wollen. Das heißt, wir werden in den Sälen noch mal ein bisschen was modernisieren. Investitionen in Zeiten ohne Einnahmen? Das kann sich das Neumarkter Kino nur leisten, weil es Teil der Cineplex-Gruppe ist. Einem Bündnis mehrerer familiengeführter Kinos. Wir überstehen das noch einigermaßen gut. Also wir haben ja in den Vorjahren ganz gut gewirtschaftet, haben da auch ein bisschen Rücklagen bilden können, sodass wir jetzt uns eigentlich nicht die Sorge machen, dass wir das jetzt nicht überstehen würden. Angst, dass die Streaming-Anbieter bis zum Ende des Lockdowns alle großen Premieren an sich gerissen haben, hat Christoph Gumpert derweil nicht. Es ist so, dass natürlich die ganz hochkarätigen Filme bislang zum Glück nicht ins Streaming abgewandert sind. Also sowas wie James Bond oder die größeren Disney-Marvel-Filme. Also es wird nicht so sein, dass wir die Türen öffnen und dann gleich 5 große Blockbuster starten werden. Das ist ganz klar. Da wird es erstmal mit mittelgroßen oder kleineren Filmen losgehen, dass man dann die Bewerbung starten kann für sowas Großes wie James Bond, wenn dann auch sicher ist, okay, man kann wieder ganz normal Kino machen. Aber dann sind wir sicher, dass wir uns dann auch wieder normalisieren können. Und mit dem brandneuen 4DX-Kino hat das Cineplex auch eine Technik am Start, die so garantiert niemand zu Hause hat. Hier in dem Saal kann man normale Filme sehen, die aber mit 4DX in einer ganz neuen Dimension erlebbar sind. Das heißt, die Sitze bewegen sich passend zum Film, es sind Rütteleinheiten auch in den Sitzen. Also wenn es actionreich wird, wird man hier doch etwas durchgeschüttelt. Und zusätzlich dazu gibt es noch Umwelteffekte, die im Saal sind. Das heißt, es kommen mal Düfte zum Film, es kommt Wind, es kommt Regensturm, es ist Nebel dabei, Seifenblasen.
und auch mal ein paar Schneeflocken. Und das gibt's dann hoffentlich ganz bald im Kino. Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen könnten wir eigentlich die Eisblume der Woche vergeben. Allerdings vergeben wir weiter unseren Blumenstrauß der Woche. Ganz klassisch. Ohne Eis. Und zwar eine besonders gelungene Folge aus unserem Archiv. Denn beim Blumenstrauß der Woche sagen sich Menschen Dankeschön und kommen sich dabei oft auch näher. Und momentan wollen wir diesbezüglich lieber niemanden gefährden. Nun blüht er wieder, der Blumenstrauß der Woche. Präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Hallo zu einem neuen Blumenstrauß der Woche. Wir sind heute in Sindelbach und die Christina hat sich bei mir gemeldet und wir wollen halt jemanden überraschen. An wen geht der Blumenstrauß? An unsere Chorleiterin, die Eva. Die leitet seit 20 Jahren 3 Chöre, vor allem unseres Perlenset. Und möchten einfach mal Danke sagen, weil die schon immer mit uns singt und musiziert und eigentlich immer für uns da ist. Ob wir feiern, ob wir singen, egal bei welchem Auftritt. Und deswegen möchte ich einfach so mal zu ihr Danke sagen. Genau, weil wir auch schon wirklich seit 20 Jahren das Ganze machen und eigentlich mit ihr so groß geworden sind und sie es trotzdem immer wieder schafft, uns zu neuen Höchstleistungen zu motivieren. Dann legen wir gleich los, auf geht's. Hallo. Ich unterbreche nur sehr ungern. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das wollte ich jetzt gar nicht auslösen. Sie kriegen heute von uns den Blumenstrauß der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ihr seid die Verrücktesten, echt. Wie läuft es ab? Wann proben Sie immer? Wie finden Sie überhaupt die Zeit, dass man 3 Chöre leitet? Ja, wenn es Spaß macht, dann nimmt man sich die Zeit, das ist klar. Wie machen wir das? Wir proben samstags früh oder Sonntagabend oder einfach mal zwischendurch. Also das machen wir querbeet. Und wo kann man euch dann hören? Meistens in der Kirche. Das Perlenset singt oft auch auf Hochzeiten oder speziellen Anlässen. Ich würde jetzt sehr, sehr gerne noch was hören. Der Blumenstrauß der Woche wurde Ihnen präsentiert von Bauers Blumen, Garten und mehr. Evastraße 6 in Neumarkt. Schauen Sie doch mal kurz auf den Boden neben mich. Da sehen Sie ganz deutlich, seit dem letzten Schneefall hat diesen Weg niemand außer mir benutzt, also zumindest kein menschliches Wesen. Ob unser beider Spuren in den nächsten Tagen womöglich unter neuen Schneemassen verschwinden? Das zeigen wir Ihnen jetzt. Hier sind die Aussichten. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel, dem Profi, vom Keller bis zum Dach. Draußen steht zu uns, hier reist der Winter, der uns gern vereist. Zum Wetter in den nächsten Tagen kann man jetzt schon manches sagen. Statt früh entspannt Kaffee zu nippen, musste in die Kälte schippen. Ich könnt noch ewig weiter schwafeln, doch kommen jetzt die Wettertafeln. Wollen wir sie reinlassen? Am Samstag wird es bitterkalt mit 12 Grad minus Winterhalt. Die Sonne zeigt sich aber häufig, da wird so ja mein Dackel läufig. Und auch am Sonntag bleibt es frisch, da hilft nur eins, ein Kölsch am Tisch. Am Montag fällt der Tiefstwert weiter auf minus 13, das wird heiter. Und ist der Schnee dir auch zuwider, jeden Konfetti-Regen nieder. Der Winter, der lässt raus die Sau. In diesem Sinn, Alaf, hello. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert vom Bauzentrum Klebel in Neumarkt. Unsere Moderationen haben wir diesmal in Dürrenhof aufgezeichnet. Und wir würden uns freuen, wenn Sie am Mittwoch nächster Woche wieder einschalten würden bei einer neuen Folge vom Marktplatz Neumarkt. Ihnen danke fürs Zuschauen und ein schönes Wochenende.